Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei Vegas. Ja, ich versuche hier gerade mit dem vielleicht voraussichtlichen Team des FC Bayern München eine neue Karriere zu starten. Dort wird ja zurzeit spekuliert, welche Spieler zum FC Bayern kommen. Darunter ist zum Beispiel Bale, Welcher, natürlich noch Lewandowski. Und zwei haben wir ja schon mal, einmal den Kirchhoff und einmal den Götze. Und ja, jetzt habe ich erstmal gerade Wiltshire, Bale und noch Kirchhoff und Lewandowski und Götze zum Bayern transferiert. Und jetzt versuche ich mit diesem Team einfach das Glück, um die Meisterschaft 2013-2014 zu spielen. So, ja, wie man sieht, Bayern, so, Weltklasse, 6 Millionen, milde Euro, Standard. In einem Spiel muss man bei der Standard, aktuell in, aktuelle individuelle, als nein, wollen wir nicht. Ja, wir wollen im Wettbewerb spielen und da sind wir natürlich nicht. Warum natürlich auch Frankfurt, Freiburg und Schalke und SV Werder, klar. Ja, aha, gut. Packen wir mal Ajax raus. Ah, ne. Anderlecht für Ajax. PSG kommt auch noch zu uns. Die wollte ich eigentlich bei der Champions League Saison 2012-2013 bei uns in der Gruppe haben, aber wurde ja leider nichts raus. So, Standard, nein, ich möchte aktuelle individuelle. So, weiter. Nein, wir nennen uns natürlich Pep Guardiola. Ich bin ziemlich erfreut, dass das mit Pep Guardiola zum FC Bayern gefreut hat, aber auf einerseits finde ich es natürlich schade, dass wir Heinkes nächste Saison nicht mehr haben. Ich finde es so richtig schade. Viele finden es natürlich auch scheiße. Guardiola. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir jetzt noch die Champions League holen. Und dann natürlich noch, wie erhofft, den DFB-Pokal. Wäre ein schönes Abschiedsgeschenk. Hemd und Schlips ist richtig, Marino Blau, hell, nein, mittelschmächtig, regulär. Weiter. So, FC Bayern beruft Guardiola als neuen Chef. Oh Wunder. Und jetzt werden wir mal gleich gucken, wie wir umbauen werden. Also, ich baue nicht gerne den FC Bayern um, sag ich mal so. Und, ja. Should have acted. They are already here. The Elder Scrolls told of their return until the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. FC Bayern, ja. Also ich habe schon mal gerade hier versucht aufzunehmen, hat auch geklappt, aber da waren noch die ganzen Spieler nicht da, was mich ziemlich gewundert hat. Aber gut, jetzt müssten sie eigentlich da sein. Hoffe ich einfach mal. So, Mannschaft, Teammanagement. Ich hoffe, sie sind jetzt da. Ja, und sie sind da. So, Bartstuber, so. Wie man sieht, hier Bastian Schweinsteiger, Dante, Bartstuber, Wiltshire, Bale, Höberg, den kann man auch auf jeden Fall einsetzen. Ich würde ihn auf jeden Fall erstmal verleihen. Weihrauch auch verleihen. Bartstuber in die Startelf. Rieder, verleihen, Götze, Lewandowski und Kirchhoff. So, wollen neuer Rafinha? Nein, erstmal auf die Ersatzbank. So, für den kommt erstmal Contento. So, Dante mit dir erstmal rein. Für Van Beuten. Van Beuten einfach nur ein starker Mann, der kommt auf die Ersatzbank. Und ich hoffe auch, die Verträge von Pizarro und Van Beuten werden verlängert. Boateng, du lässt. Da lasse ich den Bartstuber rein. Rafinha auf die Ersatzbank. Ne, Boateng auf die Ersatzbank. So, Xavi Martinez, Emre Can, Shaqiri haben wir soweit. Schweinsteiger, so. Ach, erstmal, ich mache jetzt erstmal individuell die Formation auf ein 4-3-3. Versuchen wir es erstmal mit diesem System. Offensiv, defensiv, halten, genau. Guardiola wird wahrscheinlich dann mit dem System spielen, halten, nicht defensiv oder offensiv. Ich habe gerade gesagt 4-4-4-3-3 defensiv
Oder ja, halt offensiv. Ich finde es halt defensiv, aber na gut. Kader, so. Timo Schock raus. Du kommst für Schweinsteiger. So, Ribéry. Falsche Position. Du kommst auf die Position von einem Mario Gomez. So, da rechts. Ich würde da gerne, wenn ich ehrlich bin. Boah. Wen kann ich da am besten hinsetzen? Wiltshire oder Bale oder doch lieber den Götze? Ich glaube, ich setze da Bale hin. Bale, wo kannst du denn spielen? Linker Flügel. Gut, da habe ich aber Ribéry. Mittelsturm. Das ist ein bisschen dumm. Zentrales Mittelfeld. Thomas, du musst leider raus. Weil ich dann nämlich einen Xavi und Martinez hinsetzen möchte. Und genau. Oh, Opa-Gangnam-Style. Hardstyle-Version. Und dich möchte ich gerne für Luis Gustavo haben. Genau. Da sieht man also Mario Schweinsteiger, Mario Götze, Xavi Martinez. Dann halt Bale. Pizarro kommt da raus und für den würde ich gerne einen ganz gewissen Lewandowski setzen. So. Jetzt gibt es nur das Problem. So. Jetzt haben wir nämlich mehrere Probleme, nämlich Jack Wilshere, zentrales Mittelfeld. Toni Kroos kann so zentrales Mittelfeld defensiv einsetzen. Genauso wie Jack Wilshere. Also haben wir eigentlich ziemlich gute Backups. Timo Schuck werden wir wohl wahrscheinlich verkaufen. Contento will ich ausleihen. Ja. Boah, Robben. Haben wir überhaupt denn eine Verwendung für Robben? Oh Gott, Emre Can können wir dann eigentlich auch. Oder Emre Can können wir auch verleihen. Wir haben so eine große Auswahl an Spielern. Das ist ja krass. Was mache ich mit Gomez? Falls, ja, wir wissen ja, falls ein gewisser Lewandowski kommen wird, wird wohl Gomez verkauft, was ich nicht gut finde. Ich möchte eigentlich gar nicht Lewandowski beim FC Bayern haben. Ich möchte lieber Gomez behalten, weil für mich Gomez einfach nur ein Top-Stürmer ist. Okay, Lewandowski ist auch ein Top-Stürmer, aber ich finde einfach, Gomez ist besser. Und ich möchte eigentlich gar nichts an dieser Mannschaft verändern. Und wenn ich Pep Guardiola wäre, dann würde ich so überlegen, oh Gott, was mache ich bloß? Und vor allem, wenn da jetzt Wiltshire da ist und der Bale noch kommt. Oh mein Gott. Okay. Setze ich erstmal Jack Wiltshire. Ich brauche noch einen Stürmer. Mansu, kommst du drauf? Verdammt. Okay, wir können es vergessen. Ich würde auch noch gerne Kroos einfach in der Startelf haben. In der Startelf. Was mache ich denn da? Auf der Ersatzbank mit Müller. Und was ist mit Müller? Was ist mit Kroos? Müller und Kroos haben sich für mich eigentlich einen Stammplatz verdient. Aber wenn man so sieht. Götze ist da und dann noch Jack Wilshere. So, Robben nur Ersatzbank. Okay, das kann ich verkraften, aber. Ich würde gerne Müller und Kroos in die Startaufstellung stellen. Okay, wir werden sehen, was sich bei den, naja, Testspielen herausstellt. Bin natürlich sehr gespannt. So, Transfers. Spieler verkaufen. Ich möchte keinen verkaufen. Okay, bis auf Timo Schock. Karriereende nach Vertrag. Okay, Van Beuten hört auf. Oh, Timo Schock hört auch auf. Okay, dann könnte ich den. Okay, wollte eigentlich verkaufen, aber gut. Pedersen verliehen. Weiser auch verliehen. Ach ja, da war ja irgendwas. Okay. So. Was mache ich da? Von Leihliste streichen. Saison. Da wird erstmal die ganze Saison hier verliehen. Rieder können wir auch nicht erstmal gebrauchen. Saison.
Götze haben wir gerade erst geholt. Wilshire. Okay, was mache ich mit Kirchhoff? Was mache ich mit Kirchhoff? Ah, ich behalte Kirchhoff als Backup. Ach ja, genau. Weihrauch, ein ziemlich junger Stürmer, könnten wir auch verleihen. Ich frage mich, warum sich Bayern eigentlich damals Weihrauch geholt hat. So. Ah ja, und Kahn. Und. Oder Schan, wie er genannt wird. Und dann halt noch Contento. Saison. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, wenn ich dann kein Backup mehr habe auf der linken Seite. So. Dann haben wir alles soweit. So. Transfers, Trainerbüro. Wir haben ja genug Geld und deswegen werde ich jetzt erstmal ein Scouting-Netzwerk aufbauen, falls sich da gute Scouts empfehlen. Genau, da haben wir ja schon mal einen. Oder zwei. Einen aus den Niederlanden und einen aus Deutschland. Oder eher drei. Ja, nehmen wir den erstmal. Ja. So, nehmen wir gleich den nächsten. Marek Tirala. Oder wie das ausgesprochen wird. Einschätzung, Erfahrung. Erfahrung hat er 5 Sterne. Schade. Okay, nehmen wir halt den Deutschen. Ja. Was können wir da noch sehen? Okay, nehme ich da jetzt den Franzosen oder? Ja, ich nehme den Franzosen. So, ihn werde ich erstmal für 9 Monate unter 9 Monate wegschicken, ihn für 6 und ihn für 3. Hat den folgenden Grund: Es könnte ja gut sein, dass wir dann bessere Scouts bekommen. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was die Saison so auf sich hat, ne? Ich hoffe nur Gutes. Gut, Ligaziel. Ist klar. Pokalsieg. Transfermarkt ist offen. Nein, nein, nein. Champions Cup wollen wir auch holen. Das Gute wird zwar schwer, aber scheiß drauf. Ja, Ausleihe kann Höberg natürlich weiterhelfen. Soll es natürlich auch. Okay, die sind alle da. Okay, wo schicken wir mal am besten die Scouts hin? Wo kann man am besten Scouts hinschicken? Okay, PSG will Offensivabteilung verstärken. Mario Gomez vom FC Bayern, okay. Ich möchte gerne nicht Mario Gomez an einen gewissen, seinen gewissen Gegner PSG verkaufen. Halte ich gar nichts von. Transfers. Okay, Trainerbüro wollen wir ja, Nachwuchsabteilung. Oder sie bieten natürlich ganz viel Geld. Oder wir verhandeln und dann hauen wir natürlich die Spieler raus. Was natürlich, oder was ich vorhatte, war, junge Spieler hochzuholen und die dann für gewaltige Summen natürlich zu verkaufen. Das mache ich zurzeit bei Sporting mit einem Kumpel. Wir holen ziemlich junge Talente zu Sporting und verkaufen die dann auch ziemlich teuer. Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und ja, Scouting-Netzwerk. Scouting-Netzwerk aufbauen. Wo bauen wir mal am besten auf? Mitteleuropa. Genau, wir nehmen Mitteleuropa. Der Niederländer wird nach Deutschland gehen für 9 Monate. Machen wir erstmal Typ beliebig. Genau. Du gehst für 6 Monate. Scouting-Netzwerk aufbauen. Nicht Mitteleuropa. Rest von Europa. Asien. Asien wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Mal nach Japan oder so. Aber nee. Und du wirst nach Portugal, Spanien gehen. Einer meiner Lieblingsländer bei FIFA. Habe ich schon ziemlich gute Spieler damals hergeholt, sogar bei FIFA 12 auch. So. Du für 3 Monate. Nee. Wo schicke ich dich am besten hin? Schicken wir dich mal nach Italien. Und Typ auch beliebig. So. Dann haben wir das auch erledigt. Und jetzt können wir einfach nur abwarten, was für Angebote kommen werden. Okay, haben alle drei jetzt das Scouting-Netzwerk aufgebaut. Was anderes hätten wir jetzt auch nicht erwarten können. Und jetzt bin ich mal gespannt, was für Angebote wir bekommen werden. Auf jeden Fall für Mario Gomez, denke ich mal. Manchester United schwankt zwischen Schweinsteiger und Khedira. Okay. Schweinsteiger, ich werde keinen Schweinsteiger verkaufen. Gar keinen. Ich möchte mit dieser Mannschaft eigentlich so gerne durchspielen. Aber zum Beispiel bei Mario Gomez
Wir sind da so gut besetzt und Mario Gomez ist auch so ein Top-Schwimmer, aber wahrscheinlich wird Mario Gomez verkauft. So, was stand hier gerade mit Real Madrid? Real Madrid, was willst du sehen? Sturm. Edison Cavani, Aguero. Okay, kein Gomez. Auf jeden Fall versuche ich dann ja auch richtig oft zu rotieren. Mario Gomez, war klar. 30, dann machen wir gleich mal ein Gegenangebot. 49 Millionen. Muss sein. 30 Millionen, ein bisschen zu wenig für einen Taubschwimmer. Ich habe gesagt, ich möchte ihn nicht gerne nach PSG schicken, aber falls das Geld stimmt, dann kann er natürlich gehen. Und ich hoffe, dass Gomez nicht in der nächsten Saison bei... Oh, 42 bieten sie schon. Nein, ich möchte 49. Ach komm, kannst du gleich auf 50 rausmachen. Dann werden die Option nicht ziehen. Obwohl sein Wert zwischen 32,1 und 37,8 liegt. Aber gut, ich möchte ihn nicht bei PSG dort sehen oder auf keinen Fall in der italienischen Liga. Lieber dann nach England, beim Menu oder so. Auf gar keinen Fall bei Chelsea. Aber ich möchte ihn am liebsten behalten, bei Bayern. Am liebsten. Es wäre mir einfach zu lieb. Ja. Ich liebe einfach diesen Stürmer. Und ich finde ihn besser als Lewandowski. Aber gut, ich habe jetzt mein Team so umgebaut und ja. Bastian Schweinsteiger. Nein, Angebot ablehnen. Könnt ihr vergessen. Und für 25 Millionen. Könnt ihr vergessen, Alter. Warum will sich gerade Warum will sich gerade Menu... Kenne ich nicht mal den, den Verein, aber gut. Verleihen wir erstmal. Nationaltrainer, okay. Blablabliblablub, wie immer das alte Gelaber. Okay, haben sie nicht angenommen. Wäre ein Wunder, wenn die das jetzt machen würden. Aber eigentlich hoffe ich mal, dass wir nichts verkaufen. Transferangebot. Robert Lewandowski. Seid ihr behindert? Angebot ablehnen. Ich verkaufe kein Spiel an Chelsea. Könnt ihr vergessen, ey. So ein Club, der eine Finanzspritze bekommen hat durch diesen Roman Abramovic, den ich nicht leiden kann. Oh ja. Was wäre denn Chelsea ohne Roman Abramovic gewesen, ey? Ganz ehrlich. Chelsea war damals pleite. Und dann fliegt er mit seinem Heli über Stadion und dann fragt er, ja, wie gehört denn das Stadion? Ja, dem FC Chelsea. Und dann sagt er gleich, okay, kaufe ich. Und hat er natürlich Chelsea hochgepusht, ne? Amerikan, Angebot annehmen. Nein. Dass sie das echt nicht kapieren, ey. Dass sie das echt nicht kapieren, dass ich die nicht verkaufen hätte. Ja, und Bayern musste bis Mittwoch ein Angebot für Lewandowski abgegeben haben. Ich würde nur ungern nach Chelsea verkaufen, aber gut. Fangen wir erstmal bei 49 Millionen an. Mal gucken, wie viel Chelsea wirklich bieten wird. Da bin ich mal ziemlich gespannt. Ich will ihn aber ungern nach Chelsea ziehen lassen. Genauso wenig wie nach PSG. Oh, war das ein bisschen zu viel für dich, Abramovic? Okay, über Rooney-Wechsel. Bei Rooney wurde ja auch spekuliert, ob er zu Bayern kommt oder nicht. Wäre ziemlich cool gewesen. Wir meinen eigentlich ziemlich... Also wir meinen lieber als Lewandowski zu Bayern. Ich möchte eigentlich Lewandowski lieber in England sehen, bei Manchester United. Ich finde, er passt da viel besser hin. Oh, Mario Gomez ist doch so scheiße gegangen. Für 49 Millionen. 41,5 Millionen wurden uns zugewiesen. Und natürlich wurden uns dann 7,5 Millionen abgezogen und... zu der Aufstockung geschossen. So, weiter.
Mario Gomez haben wir dann wohl leider nicht mehr. Schade. Jetzt haben wir nur drei Stürmer, nämlich einen Pizarro, einen Mandzukic und einen gewissen Lewandowski. Und seid mir nicht böse, Leute, dass ich den jetzt verkauft habe, aber wahrscheinlich wird doch Mario Gomez ja nach dieser Saison gehen. Habe ich noch ein ordentliches Sümmchen für den rausgehauen. Mindestens. Das war das Mindeste, was ich machen konnte. So. Und ich bin mal gespannt, was Dortmund für Spieler diese Saison verpflichten wird. Eriksen steht ja in Verhandlungen mit Dortmund. Bernhard wird wohl vielleicht kommen. Oh, ja. Erstmal zum FC Paderborn. Oder SC Paderborn. So, Spieler verliehen. Da gibt es noch einige. Aber ich bin da ehrlich. Ich will jetzt mal was zum Götze-Wechsel sagen. Ich selber fand es nicht gut. Weil ich kann es irgendwie nicht leiden, wenn irgendwie so schwarz-gelbe Spieler, genannt Zecken, tut mir leid, Leute, wenn ihr jetzt Dortmund-Fans seid und euch angesprochen fühlt, aber ihr nennt uns auch Bauern und so. Naja, stört mich nicht richtig, aber egal. Dass so ein Spieler zu uns kommt. Okay, er ist gut, keine Frage, aber ich kann es nicht leiden, wenn Spieler von Dortmund zu uns wechseln oder andersrum. Tja, Gomez war wohl der teuerste Transfer in dieser Zeit. Ja, und Arsenal hat sich auch mit Dzeko verstärkt. Und Man City mit Mascherano. Oh, jetzt kommt schon das erste Spiel. Guardiola, Inter verhandelt mit Borussia Dortmund. Hummels Wechsel. Ja, genau, um Hummels wird ja auch. Nein. Du wirst nicht eingesetzt. Das kann ich jetzt schon sagen. Und Barcelona holt sich Ares. Stevanovic. Stevanovic, ein ziemlich cooler Spieler, muss ich schon sagen. Hat viel drauf. Partie spielen, so. Heim. Ich hoffe, dass wir das erste Spiel nicht verlieren. Dürfte mit dieser Mannschaft auch gar nicht passieren. So, Teammanagement nochmal. Kader. Alles soweit richtig. Robin, Shaqiri. Gut, ich muss wohl Robin erstmal rausnehmen. Ich will lieber erstmal einen Innenverteidiger dabei haben. Und ich habe ja noch einen Shaqiri, einen Wiltshire, einen Müller Groß und einen Mandzukic auf der Bank. Für Höberg, da wird auch nichts kommen, oder was? Ah, Gustavo habe ich auch noch, einen Pizarro. Gut. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Auf in die neue Saison, unter Guardiola. Aha, get a one. Whip. Und schade daneben. Och, ich kann das hier gar nicht, ey. Und wieder. Ganz knapp daneben. Und, ach, egal. Was wird das für ein Spiel werden? Die ewige. So, Manni Breutmann kommentierte das Spiel. So. Am Mikrofon. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Ja, da bin ich auch mal ziemlich gespannt. Und das bleib ich gleich schon hängen. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen an. So, Dante hier. Dürfte Manuel Neuer eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber gut, wenn der Schiri das nicht sieht, dann uns selber schuld. Mario Götze. So sieht ein Pass aus. Okay, da versucht er gleich erstmal zu tricksen. Bale. Verliert den Ball. Hätte da eigentlich flanken können. Und Bayern natürlich hier das spielbestimmende Team. Ganz klar. Alaba. Schweinsteiger am Ball. Schweinsteiger. Und der kommt genau an. So, Pass auf Lahm. Auf Lahm. Lahm mit der Flanke. Und da steht, da ist fast das 1-0. Schade. So geht's auch. Bastian Schweinsteiger, er will die Kugel. Oh,
Natürlich will Bastian Schweinsteiger die Führung. Der Leader will die Führung. Das hat er klasse gemacht. So, Gegner im Angriff. Findet er die Lücke in der Mitte? Boah, ey. Versucht der Balleroberung. Das ist gefährlich an der Stelle. Natürlich ist das gefährlich. Es muss auch gefährlich sein. Auch wenn es dann einen Strafstoß für den Gegner gibt. Das erste Spiel nach dem Verkauf des Top. So, Angriff, Bayern. Und da kommt die Flanke. Und wird das was? Wieder so stark gehalten vom Torwart. Durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Schöne Annahme, gut behauptet. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Wenn alle Angriffe so kurz sind, dann bringst du davon 90 pro Spiel unter. Oh, es muss hier mal bald 1-0 stehen, ey. Lewandowski. Oh, was macht denn der Lewandowski da? Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ja, tolle Chance. Und BAM! Und da steht es 1-0 durch den Gareth Bale. Schön eingelaufen hier, Junge. Starkes Ding. Ich glaube, das, was wir jetzt gerade hier gesehen haben bei diesem Tor, das nennt man Teamarbeit. Ja, perfekt gemacht. Die Kugel läuft und am Ende macht's Bumm. Und die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Natürlich ist Bayern in Führung gegangen. Durch den schönen und Superstar aus England, Gareth Bale. So, jetzt dürfte Bayern hier mal nicht nachlassen. Schweinsteiger am Ball. Und Schweinsteiger legt sich den Ball so weit vor, aber egal. So, Ribéry, was macht er? Da können sie jetzt einen Konter draus machen. So, Xavi Martinez mit der Flanke. Auf Ribéry, aber leider ist Ribéry ein bisschen zu klein. Ah, dass der Computer auch so welche Haken sieht, ey. Und das macht er richtig gut. Gutes Stellungsspiel. Da wäre Neuer erstmal gar nicht mehr rangekommen. Und die Flanke. Oh, schade, schade, schade. Gut durchgesetzt von Götze. Ja, so kann es weitergehen. Und Dante drängt den Abwehrspieler prima zu der Seite. So, hier gab es gerade eine kleine Unterbrechung. Muss leise reden, weil meine Mutter am Pennen ist. Er bleibt in Ballbesitz. So, und Dante spielt erstmal fett den Ball ins Aus. Ball im Aus, gibt Einwurf. Ja, den hat er gut abgefangen, den Ball. Brillant gemacht. Lewandowski. Die Erwartungen sind hoch. Kann er sie erfüllen? Bale dreht den Ball rein. Knapp daneben. Schade. Ja, kann ja nicht immer funktionieren. Kann ja nicht immer klappen. Aber ich glaube, der hat noch was im Köcher. Bayern könnte jetzt schon höher führen. Der neue Trainer bei seinem Debüt. Und wenn das nur ein Freundschaftsspiel ist, ich bin mir ziemlich sicher. Mein Gott. Okay, schön Lewandowski, schön. 2-0, ja. Und der Ball, er zappelt im Netz. Ja, da soll er auch zappeln. Warum ist eigentlich Ribéry Kapitän? Das muss ich jetzt mal ändern. Erstmal ändern. Weber. Mit einem langen Pass vom Gegner. Da freut sich der Trainer. So, Abstoß FC Bayern. Lewandowski. Und Dante, der Abwehrchef hier für mich, ganz klar. Götze. Fängt den Ball ab. Gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her. Schweinsteiger. Nein. Dieser Fehlpass ist ihm ja auch ein paar Mal in einem Spiel passiert. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chance für einen Konter. Er sucht den Abschluss. Wo macht er den Ball hin? Wo? Der sollte einfach nur rüberflanken. Schlechte Aktion. Schlechte Aktion. Hätte er noch selber machen können. Ui.
Wird das was für die Bayern? Und wieder so etwas. Da bleiben sie immer hängen. Da bleiben sie immer hängen am Gegenspieler. Nichts anbrennen. Weber. Lewandowski. Oh, Lewandowski mal auf der schnellen Art. Und schade. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern München. Gut. Also weit klappt das 4-3-3-System. Ich weiß bloß nicht, wen ich in der zweiten Halbzeit bringen soll. Es steht 2-0. Durch Bale und Lewandowski. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Die zweite Halbzeit läuft. Gut dazwischen. Schön abgefangen. Bastian Schweinsteiger. Er ist wichtig für die Bayern. Boah, ey, wird auch noch so zwischengegangen, ey. Mein Gott. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Schweinsteiger. Jetzt haben sie zu ihrem Spiel gefunden. Mal gucken, wie lange noch. Dafür kennt man ihn. Boah, da wird natürlich mal wieder der Ball geblockt. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Und boah, schön gemacht. Zweiter Streich von Gareth Bale. Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Klasse Spieler, dieser Bale. Um das umzubiegen. In der 60. kann ich auch wechseln oder in der 55. Ja, komm, kann schon mal auf Teammanagement gehen, Kader. So, wen bringst du mal? Jack Wilshere für ja Mario Götze. Oh. Toni Kroos für Xavi Martinez, dann kannst du auch gleich ach, Wildschau wollte ich da haben. Genau, Schweinsteiger kann dann auch gleich gehen und Müller kommt noch rein. Führung für den Gegner. Gute Leistung vom FC Bayern. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Ich bin mal gespannt, wie weit Bayern nächste Saison in der Champions League kommt. Ich hoffe natürlich, wenn sie den Titel holen, dann den Titel verteidigen. Wunderschöne Flanken. Hier haben wir das Gegenteil gesehen. Der Gegner hat den Ball. Hätten sie auch dieses Jahr schon schaffen können. Jetzt eine gute Flanke. Und Flanke schade. Genau bei ein. Schweinsteiger. Schön mit dem Kopf. Oh, fällt der Ball so vor Lewandowski, herrlich. Eine Frage. Macht er noch eins? Das war das 4-0. Ja, das ist ein Torwartfehler. Hier deutlich zu erkennen, das ist gepatzt. In der 55. durch Lewandowski. Tablett das Tor serviert. Doppelstreich von Lewandowski und Bale. Was sagt man bloß dazu? In der gleichen Minute. Ballbesitz für Bayern München. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es... Und Marc van Bommel hat ja gestern seine Karriere mit einer roten Karte beendet. Was ich ziemlich herrlich fand, aber ich muss erstmal lachen, dass ich das gehört habe. Mit einer roten Karte, also mit einem Platzverweis, die Karriere... beenden. Genauso wie Zinedine Zidane. Aber das war damals Dummheit von Zidane. Oh ja. Premier. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Gefährliche Flanke. Und Dante haut den Ball da erstmal wieder weg. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Sicher in der Ballbehandlung. Und natürlich kommt der Ball, der Gegner. Achtung!
Der Ball trifft den Pfosten. Oh Mann, ey, das war so das hätte man sich erst ersparen können. Also klar, dass der Computer mal wieder einen dann reinhaut. Bein selber. Wilshere. Naja, bei FIFA 13 ist ja vorprogrammiert, wenn man Tore kassiert und wann nicht. So sieht ein Pass aus. Zidane-Rolle und Tor. Nee. Pfosten, schade. Ein Dreierpack und der versagte. Was nicht ist, kann ja noch werden. Naja, eine Agassa. Es gibt auch so einen Yaya Banana, den finde ich cool. Und einen Zuma, voll die Hackfresse. Aber Zuma als Abwehrspieler könnte ich eigentlich jedem empfehlen. Ziemlich guter Junge. Und der kommt genau an. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Raus damit. Einwurf jetzt. So, um was für ein Wechsel wird es geben? Aha. Die Nummer 7, Fortes, wird wahrscheinlich gehen. Okay. Der Trainer signalisiert... Nee, Fortes ist doch nicht gegangen. Schade. Er steht auch schon einer parat. Guck mal hin! Oh, es war so klar, dass der Computer dann an einem reinhaut. Natürlich schon lange fest. Wahrscheinlich kassieren wir dann auch noch ein drittes und ein viertes und ein fünftes. Was natürlich so realistisch ist vom Computer, ey. Da könnte man manchmal echt den Computer dann hauen, ey. Das war eine Bilderbuchflanke. Bam. Aber richtig schön gemacht von Ribéry. Richtig nice. Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft Wupp. Fällt auseinander. Ja, eigentlich genau so wirkt das Freistoß für den Gegner, würde ich mal sagen. Bitter werden. Diese Aktion. Ich glaube nicht, dass das noch kippen kann bei dieser komfortablen Führung. Nee. Zwei Tore, die eigentlich gar nicht hätten sein müssen. So, wieder Gegner im Angriff. Dann rennt er erstmal schön hinterher. Geklärt. Einwurf. Aggressives Tackling. Und Alaba macht hier das schöne 5:2. Toni Kroos. Lewandowski. Oh, warum legt sich Ribéry den Ball so weit vor? Und Einwurf. Ribéry. Das wird ganz gefährlich. Die legendäre Rede von Ribéry auf Marienplatz. Vom 11.05. Das war schon eine geile Sache, ey. Ich konnte es leider nicht sehen, ich war im Bremen Stadion, hab Bremen Frankfurt gesehen. Der Bräune, mein Mann, hat das Tor gemacht. Das sieht gut aus. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Gefährlicher Ballverlust. Wirklich ganz kläglich daneben. Und da ärgert sich. Welcher Spieler war denn das? Ich glaube Jack Wilshere. Eieieiei. Und das macht er richtig gut. Sauber gekriegt. Schade, könnte dem Spieler nicht hinterspielen. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff. Naja, gut ist was anderes. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Jetzt schnell spielen. Jetzt steil spielen. Was ist das denn, ey? Überlupft er meine Spieler. Und schon wieder eine Grätsche. Dass die sich auch so einfach durchsetzen können. Er legt sich den Ball in den Viertelkreis. Es gibt Ecke. Es wird gewechselt. So, erstmal raus damit. 84. Minute, Lewandowski. Schade. Ja, so kann es weitergehen. Jetzt mal Martinez hier. Über außen, genau. Da, wo der Bale läuft. Hauen rein, genau. Super, Junge, super. 1, 2, 3. Das ist der Hattrick, Frank. 3 von Lewandowski, 2 von Bale, 1 von Alaba. Killer vor dem Tor. Super. Aus nächster Nähe der Keeper natürlich ohne jede Möglichkeit. Das ist ein einfaches Tor. Diese zwei Gegentore hätten wir uns echt sparen können. Oh, ey, Handspiel hier vielleicht. Und da grätscht denn.
Foulspiel, Freistoß gegen die Bayern. Eigentlich eine gelbe Karte wäre aber gut. Oh, ey, dass die auch so leicht im Ausgetrickst werden, ey. Scheiße. Da freut sich der Trainer. Und der Angriff wurde gestoppt. Lewandowski. Oh, ey, umlauf doch einfach den Spieler. Gut. Immerhin, dann 6-2 gewonnen. Ey. Aber war, sie haben mit 6-2 gewonnen. Und das verdient, ey. Also da müssen wir nicht lang rumanalysieren. Lewandowski und Bell, die besten Spieler. Absolut, das ist keine Frage. Das war extrem dominant. Ja. Dante der beste Abwehrspieler. Ribéry hat auch guten Wirbel gemacht auf der linken und rechten Seite. Ja, Eintracht Frankfurt 2-0 gegen Liverpool. Oh Gott, Kräuter Fürth. Nur 2-3 gegen Chelsea. Das ist gut für Kräuter Fürth. SC Freiburg gewinnt gegen Real Sociedad. Mit 1-0. So. Das haben wir gut gemeistert. Aber der 6-2-Sieg hätte auch zum 6-0 werden können, ganz ehrlich. Diese zwei Gegentore, die waren nicht gerechtfertigt, fand ich. Niemals. Transferangebot, genau, für Gareth Bale. Halt die Schnauze. Oh, 47 Millionen wollte ich gleich schon für die bieten. Angebot ablehnen. Oh, Philipp Lahm hat sich auch noch verletzt. Scheiße. Ja, für PSG versucht hier bei uns anzukaufen, oder was? Fände ich echt behindert. Erst versuchen sie Gummel zu verpflichten und dann auf einmal natürlich Gareth Bale. Mal gucken, was jetzt für ein Angebot kommt. Ich bin mal gespannt. Ach, gegen Stade Rémy. Stade Reims. Haben wir 6-2 gewonnen. Oh, endlich monatliche Scouting-Updates. Ja. Der ist gut. Den. Ja, 87, okay. Spieler verpflichten. Können wir mal machen. Eigenes Risiko. Der kann weg. Und der kann auch weg. Balance, bis auf Balance kann er 87er lang, 15, Beweglichkeit. Ne, hat schafft noch bis zu 82, ein Wert bis zu 82, oh Gott. Okay, den nehme ich, ja. Nein und nein, oh, der eine hatte schon fast 73. Nee. Nur Müll. Aus Italien bekomme ich hier nur Müll, oder was? Schade. Egal. So, Leute. Das war es jetzt erstmal für das erste Spiel. Für den ersten Monat bei Bayern München dann. Und wir werden sehen, was sich halt daraus ergibt. Ich hoffe, eine gute Saison für den FC Bayern. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge FIFA Let's Play FIFA 13 Saison 2013-2014.